Sie können es noch gar nicht glauben. Monatelang haben sie dafür trainiert. Jetzt dürfen die Europameister vom SC Unterbach zur Weltmeisterschaft nach Japan. Ich bin einfach ausgeflippt im Kopf. So, ja, wir haben es geschafft. Die Drehungen müssen wir noch üben und teilweise müssen wir auch noch an unserem Lächeln arbeiten. Aber bevor sie gleich tanzen, hat Trainerin Kiki Hauto noch eine Überraschung für ihre 10 Mädels. Die Outfits für die WM sind da. Hast du wirklich gar keine Ahnung, was jetzt gleich passiert? Nein. Auch keine Idee? Nein. Echt nicht? Nein. Okay, Ashley, bei dir? Wie sieht's da? Also wahrscheinlich müssen wir jetzt gleich wirklich Spagat zeigen. Ja. Tamina, und? Was meinst du? Perfekt. Ashley, was ist dein Eindruck? Ich kann dir überhaupt nicht sagen, ich bin sprachlos. Das ist einfach das Schönste, was ich hier gesehen habe. Und dann dürfen Tamina und Ashley zum allerersten Mal in ihren neuen Kostümen ihren Cheerdance tanzen. Trainerin Kiki achtet vor allem auf Tanz, Synchronität und Mimik. Du hast schön gelacht. Es war wieder da. Du warst wieder anwesend. Sehr schön. Bei dir ist es, du hörst auf zu lachen, du lachst wieder, du hörst auf zu lachen, du lachst wieder. Du baust Fehler ein, die es gar nicht gibt. Du machst deinen eigenen Tanz. Am Ende ist es unten. Du warst mit dem Oberkörper oben. Und was ganz oft auffällt, wenn ihr mich anguckt, dann lacht ihr. Sobald ihr wieder nach vorne schaut, seid ihr so angespannt und konzentriert. Konzentriert ist super, aber ihr müsst das Gesicht dazu nehmen. Okay? Nach dieser Ansage klappt es deutlich besser. Die Mädels tanzen fast synchron. Auch das Lächeln sitzt. Jeden Tag trainieren Ashley und Tamina alleine oder im Team. Bis zu 20 Stunden pro Woche. Aber in Deutschland ist es mehr ein Hobby. Ein sehr intensives Hobby, aber es ist nicht zu vergleichen mit Japan, China, Philippinen, Russland. Das sind unsere Gegner. Darauf stellen wir uns ein. Aber wir sagen, also ich sage immer, das ist mein Motto, solange ich am Ende zufrieden bin, beziehungsweise die Mädchen mit sich, sind wir stolz. Weil mehr als das, was wir gegeben haben, konnten wir nicht geben. Wir sind die ersten Peewees auf der Weltmeisterschaft. Das ist schon ein cooles Gefühl. Denn in ihrer Altersgruppe von 8 bis 12 Jahren sind sie die ersten im Cheerdance aus Deutschland, die das geschafft haben. Für mich geht ein Traum Erfüllung. Team Germany. Ja, Team Germany ist fertig für den Abflug. 19.55 Uhr haben wir es jetzt in 24 Stunden. Relativ genau geht's los. Kiki Hauto ist bei mir. Die Frage, mit welchem Gefühl steigt man da jetzt in den Flieger? Es ist ein wunderschönes Gefühl. Wir freuen uns nur noch. Es ist nur noch, wir haben es geschafft und man kann loslassen und es nur noch genießen. Ich habe es eingangs schon gesagt, es war gar nicht so einfach, das hinzukriegen, weil es eben so eine weite Reise ist. Erzählen Sie so ein bisschen, wie Sie das hingekriegt haben. Ja, natürlich sind die Kosten ein ganz großer Punkt, der uns erstmal daran gehindert hat, zu sagen, ja, wir fahren mit. Durch gemeinschaftliche Arbeit im Verein, durch die Trainer, durch den Verein und die Eltern haben wir es dann geschafft. Was haben Sie konkret gemacht alles? Die Tänzerinnen haben die Auftritte verdoppelt. Wenn nicht sogar verdreifacht. Wir haben sehr viel in den letzten Monaten gemacht. Wir haben viele Spenden gesammelt, ohne die wäre es nicht möglich gewesen, ohne die vielen einzelnen Unterstützer. Und wir haben natürlich auch viel für die Zukunft geplant. Das heißt, wir haben gesagt, wir können für sie auftreten, wenn sie uns da vielleicht unterstützen. Also, Kuchenverkauf wurde, glaube ich, sogar. Genau, Kuchenverkauf, Spendenlauf. Ich glaube, da war nichts dabei. Die Kinder haben selber mitgemacht und das war das Beste. Sie haben für ihren Traum gekämpft. Mhm. Wir haben es gehört, sie treten jetzt an gegen Japan, gegen Asien. Bei Cheerleading denkt man immer zuerst mal an die USA. Wie kommt es, dass da die Konkurrenz doch eher aus dem asiatischen Bereich kommt? Ja, also in Deutschland haben wir zwei verschiedene Verbände. Wir sind in dem Verband, wo mehr die asiatischen Bereich stärker vertreten sind, genauso wie Russland, Polen, Slowenien, all diese Länder sind da mehr vertreten als die USA. Das ist dieses Cheer Dance. Was ist da der Unterschied? Was gibt es für Unterschiede bei diesen? Also es gibt Cheerleading und Cheer Dance. Cheer Dance bezieht sich wirklich auf, wie es schon sagt, auf den Tanz. Auch viel Akrobatik in Spagat und verschiedenen Dehnbereichen. Und das Cheerleading ist einfach wirklich das Hochstapeln, das Tumbling,
die Akrobatik an sich. Also Sie sind aber auf der tänzerischen Ebene unterwegs. Was rechnen Sie sich jetzt aus für den Wettkampf? Erstmal ist uns wichtig, dass wir alle gesund und munter wieder zurück nach Deutschland kommen und eine schöne Reise mit den Kindern haben. Die Jüngste ist 8, wir fliegen ohne die Eltern. Das heißt, wir haben eine große Verantwortung und für uns ist das Wichtige, dass jeder was Schönes mitnimmt und alle gesund und munter wieder da sind. Für den Wettkampf sagen wir, wie schon im Video eben erwähnt, solange wir zufrieden sein können und jeder mit sich selber zufrieden ist, konnten wir nicht mehr erreichen. Gut, das ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise, wenn ich jetzt mal sagen, Mensch, die Weltmeisterschaftsteilnehmer und Europameister, das sind sie ja schon, wenn ich die mal sehen will hier bei uns, wo kann ich das? In der nächsten Zeit konzentrieren wir uns auf die NRW-Meisterschaft, die findet am Februar statt. Wir sind beim Rosenmontagszug vertreten wieder. Viele Feste, man sieht uns in vielen Festen und Gegebenheiten in Düsseldorf immer mal wieder. Wird man jetzt vielleicht auch stärker darauf achten. Vielen Dank, Frau Otto, und Dankeschön. Gute Reise. Alles Dankeschön. Gute für Ihren Trip. Danke.